Du kommst mit! Na los! Was? Die Wildnis! Komm schon, du und ich zusammen! Locker die Fifth Avenue runter bis zur Grand Central Station. Dann schnappen wir uns die Metro Richtung Norden. Und morgen früh sind wir wieder zurück. Das kriegt kein Mensch mit! Das ist ein Scherz, oder? Ja, das war ein Scherz. Natürlich war das ein Scherz. Was denn sonst? Als würden wir uns in die Metro setzen. Mach sowas nicht nochmal. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Ist gebonkt. Dann hau ich mich auch in die Falle. Ja, ich auch. Ich muss meine Stimme schon. Für morgen. Da ist Seniorentag, weißt du? Da muss ich besonders laut brüllen. Du verstehst, was ich meine. Gute Nacht, Eliel. Zufrieden trottet Alex zu seinem Felsgehege, schmeißt sich unter seine Wärmelampe und schläft augenblicklich ein. Komm her, mein kleiner Liebling. Natürlich träumt er von saftigen Steaks, die sanft auf ihn herniederschweben. Alex! 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 Was? Doch seine Nachtruhe dauert nicht lange. Was gibt's denn, Merman? Okay, okay. Ich hab doch die Blasenentzündung und deshalb muss ich nachts alle 2 Stunden raus. Also bin ich aufgestanden, um Pipi zu machen. Und da bin ich so zu Martys Gehege rübergegangen, was ich ja gewöhnlich nie mache. Aber ich hab's trotzdem getan und deshalb hab ich rübergeschaut. Was, Merman? Was ist passiert? Es geht um Marty. Er ist weg. Weg? Oh! Was meinst du mit weg? Melman hat recht. Marty ist tatsächlich weg. Verschwunden. Getürmt. Abgehauen. Schockiert stehen Martys Freunde im leeren Zebragehege. Marty! 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 Das ist doch völlig unlogisch. Wo soll er sein? Nach Connecticut! Ach, niemals! Oh nein! Was wollen wir denn jetzt machen? Wir müssen, ich meine, was müssen wir denn eigentlich...